meine Lieben, wie ist es euch ergangen beim letzten Video mit dem Strumming-Pattern und halt mehr Gefühl für Akkordwechsel und Timing zu bekommen? Ich bin immer noch am Nudeln und am Kämpfen, habe ja auch nicht so wirklich viel Zeit, versuche einfach nur eine Viertelstunde am Tag zu nehmen und auch noch Zeit für euch, um euch auf meine Ukulele-Lernreise mitzunehmen und mich mit euch auszutauschen, wie ihr weiterkommt, ob ihr noch Fragen und Anregungen habt. Herzlich willkommen. Und wie ihr seht, ich bin immer noch mit der Ukulele, mit der ich am Kämpfen bin, wegen der hohen Saitenlage und nicht meiner Kraft in den Fingern, um mich zu trainieren. Und deswegen, um mich auch gleichzeitig zu blamieren, bringe ich euch die D-Dur-Skala bei, die da wäre D, E, Fis, G, A, B, Cis, D. Und dann wieder Retour, D, Cis, B, A, G, Fis, E, D. Und es ist ganz einfach, sich zu merken. Wir marschieren quasi ab der dritten Seite runter zur ersten und von der ersten zur dritten Seite. Und ich benenne euch Zahlen und dann sind wir sozusagen in den Bünden. Also wir fangen auf der dritten, sprich auf der C-Seite an. Wir marschieren jetzt ab der dritten Seite runter zur ersten. Ich sage jetzt nicht mehr die Saiten, sondern einfach nur die Fingerabfolge. 2, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 5, Retour, 5, 4, 2, 5, 3, 2, 4, 2, D, E, Fis, G, A, B, Cis, D, D, Cis, B, A, Fis. War das jetzt richtig? Nee, Quatsch. G, Fis. Um euch nicht zu irritieren. D, E, Fis, G, A, B, Cis, D, D, Cis, B, A, G, Fis, E, D. 2, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 5, 5, 4, 2, 5, 3, 2, 4, 2. Jetzt ohne Gesabbel. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. PDF zum Runterladen auf meiner Patreon-Seite. Ansonsten schicke mir ein Like oder drück auf die Glocke für das nächste Tutorial mit einem neuen Akkord. Viel Spaß beim Üben. Fragen und Anregungen bitte unten in der Kommileiste hinterlassen. Alles Liebe, eure Donja.